Hallo, liebe Zuschauer, grüß euch. Mal ein kleines Mix-Video der letzten Meldungen, der Meldungen der letzten Tage und der vergangenen Woche, kann man sagen. Aber auch nicht längst nicht alle, können wir ja nicht bringen, den Wahnsinn. Da kreist uns ja dann irgendwann allen dahin. Ja, also das will ja auch niemand. Ja, wo fangen wir an? Hier, Herr Dr. Reinhard Zittelmann hat hier getwittert. Lieber Herr Lindner, stimmt das oder ist das eine falsche Information? Ich erinnere mich an das Versprechen, dass es mit der FDP keine Steuererhöhung geben wird. So wird ein Haus künftig bewertet. Beispielrechnung: freistehendes Einfamilienhaus, Baujahr 2004, 220 Meter Quadratmeter Grundfläche, 700 Quadratmeter Grundstücksfläche, Bodenrichtwert 500 Euro pro Quadratmeter, Gebäudeherstellungswert 2022 und 2023 bleibt gleich. Alterswertminderung ist schon mal 2023 weniger. Ich mach's mal groß. Da haben wir nämlich dann schon statt 67.000 nur 59.000. Gebäude Sachwert 191.000 2022, 2023 schon 199.000. Bodenwert bleibt gleich. Also haben wir schon mal hier in der Summe eine Erhöhung. Dann wird es aber heftig multipliziert mit Sachwertfaktor. Bis jetzt mit mal 0,9, jetzt mal 1,3, dann sind wir schon statt 487.000 im Jahr 2022, ich komme schon total, mir greift schon selber dahin, kommen wir in 2023 auf 714.000 Euro und multipliziert mit Regionalfaktor, den es bisher noch gar nicht gab, nochmal mal 1,1, dann sind wir bei 785.000. Die Wertsteigerung beträgt 61% in dem Fall, ja. Also wenn es laut Finanzamtsberechnung, sagen wir mal, Freibetrag bei einem Kind sind 400.000 Euro, zu versteuernde Summe 385.000 Euro. Das ist jetzt nur eine Beispielsrechnung. Wir nehmen einen Steuersatz von bisher 11%, jetzt im nächsten Jahr 15% zu zahlende Erbschafts- bzw. Schenkungssteuer abzüglich des Freibetrags bis 2022 9.625 Euro. Ab nächstem Jahr 57.855 Euro. Okay, ja, da sind wir schon mal. Die Nutzungsdauer wird von 70 auf 80 Jahre erhöht. Dadurch fällt die Alterswertminderung geringer aus. Das ist die Erklärung. Angenommener Wert für dieses Rechenbeispiel multipliziert mit Regionalfaktor. Das muss jetzt nicht hundertprozentig stimmen, aber es ist eine deftige Erhöhung. Also es gibt Länder, da gibt es gar keine Erbschaftssteuer. Für Ehefrau und Kinder, direkte Nachkommen, gibt es einfach keine Erbschaftssteuer. Und das kann natürlich jetzt schon fast unangenehm werden, wenn du eine Immobilie erbst. Es gibt auch Anwalt Roscher auf Twitter hat schon als Fachanwalt für Erbschaftsrecht kundgetan, haut raus, ja, wo es nur geht, macht Kreuzfahrten, kauft euch irgendwie schöne Sachen und macht teure Urlaube und haut also einfach raus, bevor ihr es dem Moloch-Staat in den Schlund werft. Ja, ein amerikanischer beziehungsweise persischer und englisch twitternder Account, sage ich mal. Akzeptieren Sie es oder nicht? China wird die Supermacht Nummer 1 der Welt sein. Ja, nur damit man da nochmal irgendwie klar sind. Ja. Länder, deren größter Handelspartner die USA oder China sind, da sehen wir mal hier rein. Das war 19, 2000 bis 2000 oder im Jahr 2000 kann man das hier sehen. Rot sind die wichtigsten Handelspartner der Chinesen, blau die wichtigsten Handelspartner der Amerikaner. Und 2020 sieht es dann so aus. Ich kann es auch noch mal ein bisschen verkleinern, dann kann man es auch ein bisschen vergleichen. Also da geht es um ganz Afrika, auch Südamerika übrigens, ja, voll übernommen. Und Europa entsprechend auch, ja, außer Italien und Frankreich. Deutschland ist aber schon dabei und da oben Schweden. Okay. Aber hier ist es einfach, ich habe den Tweet genommen, weil es einfach plastisch zeigt, wie die Amerikaner hier zurückgedrängt werden, auch vom Handel her gegenüber den Chinesen. Und zwar, es geht hier wirklich um die größten Handelspartner. Naja, nur mal so, also von wegen meine Theorie, das amerikanische Jahrhundert ist vorbei, würde ich sagen, es wird damit jetzt nicht unbedingt widerlegt. Und dann haben wir hier, schaut irgendwie jemand, scheint irgendwie jemanden, oh nee.
Entschuldigung bitte, also ich will es jetzt nicht schneiden oder neu anfangen. Ich konzentriere mich. Scheint irgendwie niemanden zu interessieren. Was verheimlicht uns die Regierung? Was für eine Sauerei wollen sie verbergen? Bundesregierung verweigert jegliche Auskunft zu Pipeline-Anschlägen. Aus Gründen des Staatswohls und mit Berufung auf die Third-Party-Rule, eine Vereinbarung unter NATO-Geheimdiensten, die die Veröffentlichung geheimdienstliche Ermittlungen verhindern soll, verweigert die Bundesregierung jegliche Auskunft über Erkenntnisse zu den Terroranschlägen auf die Nord Stream Pipelines. Das geht aus Antworten auf Regierungsanfragen der linken Abgeordneten Saklin Nastic und Sarah Wagenknecht hervor. Also, und Berufung aus Gründen des Staatswohls wird jegliche Auskunft verweigert. Es wird ja nicht nur das, es wird ja Erfolg überhaupt nichts getan, um den Eindruck zu vermeiden, dass es eigentlich niemanden interessiert. Ja, keiner will es wissen. Allgemeine Schulterzucken ist ja nur die Hauptschlagader unserer Energieversorgung unseres Landes. Und hier fangen schon die ersten ja zu jammern an. 19 Grad sind zu kalt. Ja, ja. Und dann haben wir hier passend zum Thema Klima, Klima, Klima. Ist das nicht Verlogenheit und Heuchelei in Reinkultur? 800 Privatjets sind nach Ägypten geflogen, um dir zu sagen, dass du mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren sollst, da du sonst den Planeten kaputt machst. Ja, bitteschön. Ja, das ist hier vom Tag, glaube ich sogar, oder auf jeden Fall, wenn man sich das anschaut, den Flugverkehr allgemein, auch an jedem anderen Tag, ja, dann fühlt man sich schon ein bisschen veräppelt bei dem Gedanken, dass man Fahrrad fahren soll, Auto stehen lassen soll und irgendwie Heizung runter oder was. Ja. Nur ein Milliardär in der Stichprobe investierte in ein Unternehmen für erneuerbare Energien. Ja, läuft. Emissionen durch Milliardäre, stinkreich an Treibhausgasen, laut einer Oxfam-Studie sind wenige Milliardäre für mehr Emissionen verantwortlich als ganze Länder. Der Bericht fordert Vermögenssteuern. Natürlich ist es den Milliardären auch egal. Also ein schönes Schiff übrigens, ja. Aber wie gesagt, auf Taz. Ja, nur ein Milliardär in der Stichprobe investiert in ein Unternehmen für erneuerbare Energien. Da muss man mich auch mal fragen. Die sind ja jetzt nicht ganz doof beim Geldanlegen. Ist da das Vertrauen irgendwie nicht da in die erneuerbaren Energien? Ich bin am Wochenende jetzt, am Samstag, praktisch, wie man früher in West-Berlin gesagt hat, nach Westdeutschland gefahren, durch Niedersachsen quer durch quasi bis nach Richtung Bremen. Und natürlich sind da etliche Windräder. Niedersachsen ist ja eins der am meisten bepflanzten Länder. Und die meisten haben sich nicht gedreht. Einfach nicht. Ja. Und manche haben sich ganz langsam gedreht, obwohl gar kein Wind war. Also fühlbar auf der Autobahn Raststätte wirklich kein Platz sich bewegt hat. Und trotzdem haben sich einige ganz langsam gedreht. Fragt man sich auch, wo kriegen die denn bitte die Luft her? Oder den Wind. Dann haben wir hier seltsamer Luxus in Berlin-Schöneberg. Überdacht und beleuchtet. So soll es sein. 80.000 Euro für Radparkplatz. Die überdachten Fahrradbügel am Rathaus Schöneberg werden auch beleuchtet. Ja, klar, die Fahrräder wollen ja auch, wenn sie geparkt sind, ein bisschen Licht haben zum Lesen oder sonst irgendwie sich gegenseitig anschauen oder ich weiß es nicht genau. Und dann haben wir hier Katar. Da schauen wir uns mal diesen kleinen Clip an. Das ist ein dänisches Team, dänisches Kamerateam, die gleich mal. Island, der jo altså bliver udsat for en hel del kritik. Hvordan oplever du forholdene lige nu? Jamen, vi kan jo vise, hvordan forholdene er lige her, hvis vi drejer kameraet. We are live on Danish television, og der kan I se, nu bliver vi stoppet med at filme, og det er forholdene her. Mister, you invited the whole world to the you invited the whole world to come here. Why can't we film? It's a public place. This is the accreditation. We can film anywhere we want. There are only, of course. Permit for the Qatar. Qatar, you have Because rule. the Qatar is a No, no, no. We don't need You can permit. stay without Yeah, the camera, no, no. But please. but listen, Because but listen, I but listen. broke the camera. But you can break the camera. You want We to break the are camera? Okay, you allowed break the camera. Okay. You bring the camera. Yes. I broke. So you're threatening us by smashing the camera. Also so geht Willkommen bei Freunden oder sowas. Ja, also Katar, das wird eher, wie soll ich sagen, jetzt schon fühlt sich's an wie ein Rohrkrepierer. Genauso wie diese Informationen, damit die
WM klimaneutral ist, hat Katar 1 Million Bäume zum Ausgleich der Emissionen gepflanzt. Allerdings ist es da so trocken, dass alle künstlich bewässert werden müssen. Dafür würden 10 Meerwasserentsalzungsanlagen gebaut, die jetzt Unmengen an Strom fressen. Keine Pointe. Okay, und was ist das bitte? Würdet ihr... Also auf den ersten Blick würde ich sagen, okay, das ist irgendwie so ein Ausschnitt aus einer Netflix-Serie, Breakout oder Ausbruch oder was weiß ich, ein Gefängnis-Serie oder irgendwelche Endzeit-Soldaten oder so. Nein, es ist die deutsche Nationalmannschaft, ja, in, ja, doch bemerkenswerter Häftlingskleidung. Wer, bitteschön, zieht erstmal sowas an? Und zweitens, wer, oder noch wichtiger, wer entwirft sowas? Ja, wem fällt das ein? Ja. Also Katar, sie bleiben sich wenigstens treu. Und meine Damen und Herren, die Guten, ja, die antifaschistische Aktion haut hier raus, Höcke Elsässer aus der Traum. Bald liegt ihr im Kofferraum am 26.11. Faschusjagen. Eine kleine Anlehnung an Hans-Martin Schleyer, Arbeitgeberpräsident, in 1977, nachdem die Lufthansa-Maschine Landshut in Mogadischu befreit wurde, die Entführer festgenommen bzw. erschossen wurden. Wurde Hans-Martin Schleyer, der entführt wurde, um die Bader-Meinhof-Gruppe in Stammheim praktisch frei zu pressen, dass der Staat sie freilassen soll, erschossen, ich glaube, irgendwo am Rheinfall in der Schweiz, schweiz-deutscherischen Gegend, Grenzgegend, im Kofferraum gefunden. Arbeitgeberpräsident. Und hier wird auf historische Ereignisse gerne Bezug genommen von den, ja, was soll ich sagen, also Nachfolger der RAF sind es eher nicht, ja, weil, wobei, wer weiß. Also gut, verschiedene Jahre, gleiche Angst. Nur nochmal, damit wir sehen, was wir so eigentlich dauernd hier vollgeballert werden. Der Spiegel 1982, Herpes, gestörte Lust, Herpes, damals hieß es ganz tödlich, ganz schlimm, kann ich mich erinnern, ja, war ich 17 Jahre alt. 1985 die großen Seuchen, ja, AIDS, Syphilis, Pest, Cholera, Pocken, 1987, einer gegen AIDS, das ist der Gauweiler hier damals in München als Kreisverwaltungsreferatschef mit Schließung von Schwulenlokalen und so weiter. Dann 1993, immer noch, schmutziges Geschäft mit dem Blut, AIDS, Angst, 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 ja, dann haben wir hier 95, der Ausbruch der Killerviren, ja, das ist wie in einem, so ein C-Movie, dann 96, tödliches Fleisch, wer stoppt den Rinderwahn, BSE damals, 2003, SARS, ja, 2009, das Weltvirus, ja, Grippevirus, 2014, Ebola, die entfesselte Seuche, 2019, Impfen auf Befehl, Spahn, 2020, was geschah in Wuhan und 2021, Deutschland, wer hat ausreichend Impfstoff bekommen? Mit diesem, wenn das da unten, wenn er das mal anschaut, allein das ist also sowas in Sowjet-Style gemacht, ja, und wenn man sich diese Titelbilder anschaut, mehr brauche ich doch gar nicht wissen, ja, also was ist denn davon alles irgendwie eingetreten? Gar nichts. Nichts. Null. Und es geht ja noch weiter. Das sind ja nicht nur, das sind ja nur jetzt Gesundheit hier, ja. Es ging noch um den Kölner Dom, haben sie kürzlich jetzt wiedergebracht, ja, den überfluteten Kölner Dom, wo noch die Kirchturmspitzen rausschauen. Ozon, Waldsterben, saurer Regen, CO2, Thermo, also Global Warming, bla bla bla, Treibhauseffekt. Dann unsere Flüsse sterben, Rhein ist tot und wird nie mehr ein Fisch sein da drin. Alles gehört, alles, wirklich. Ja, ist alles immer wieder neu und immer wieder wird es neu verwurstet. Und Donald John Trump ist wieder auf Twitter. Da gibt es aber noch, und das nehme ich zur Gelegenheit, euch darauf hinzuweisen, auf unserem Kanal Digitaler Donaldist, der zugegebenerweise wirklich ein bisschen jetzt vernachlässigt wurde von uns. Ich werde es auch erklären. Meine Meinung zu Trump hat sich auch
doch ein wenig gewandelt. Ja, da habe ich ein bisschen, muss ich sagen, auch mich ein bisschen getäuscht oder ich glaube, mich getäuscht zu haben, wie auch immer. Aber die gute Nachricht, wie ich finde, im Sinne der Meinungsfreiheit, Donald Trump wieder auf Twitter reinstalliert nach einer Umfrage von Elon Musk. Da gehe ich noch auf ein eigenes Video drauf ein, auf digitaler Donaldist-Netzwerk. In diesem Sinne, liebe Leute, danke fürs Zuschauen, danke fürs Interesse, danke fürs Abonnieren, Liken, Teilen und Kommentieren. Und wenn ihr sagt, ja, da unterstütze ich auch mal mit ein bisschen Kleingeld oder was auch immer ihr geben wollt und könnt, könnt ihr das machen auf Bitcoin, Stripe, Ko-fi und Deutscher Bankverbindung. So soll es sein. Dank euch und Servus Nahart. Ja, Trump bei Twitter. Ja, die Woken drehen jetzt komplett durch. Es ist wirklich, wie man auch immer jetzt zu Trump stehen mag, aber man kann schon allein den Umstand feiern, dass die Woken und die Wocken, wie ich ja zu sagen pflege, hier komplett in der Kernschmelze, in der gehirntechnischen Kernschmelze wären sie nicht enthirnt. Ja, so muss man es sagen. In diesem Konjunktiv macht es gut, ihr Lieben.